Was geht, liebe Leute? Herzlich willkommen zur weiteren Reaction. Endlich ist es soweit. Die EM ist gestartet. Deutschland gegen Schottland. 5-1 haben wir die Schotten weggeschossen. Aber Schottland, die besten Fans aller Zeiten. Ich hoffe, die werden ein paar schottische Fans interviewt haben. Ich freue mich sehr auf das Video. Lasst uns eine Wertung, kostet uns ein Abo da. Wir sind live im Stream. Simply, danke für 23 Monate. Wie geht's dir? Und Motto des Tages, rein! Alter, das Intro ist krass. Oha. Roms, Junge. Anton, wo bist du? Die EM geht los. Ich bin doch da, Digga. Der erste Stadionblock. Deutschland versus Schottland. Die Heim-Europameisterschaft, Leute, geht los im eigenen Land. Ich bin so extrem gehypt. Deutschland! Deutschland! Entschuldigung. Und damit beginnt auch unsere lang ersehnte Bustour durch ganz Deutschland. Natürlich bin ich nicht alleine am Start, sondern der Tannenzapfen mit dem Strohhut von Ruffy. Wir werden insgesamt, Leute, auf circa 18 Spielen sein in 4 Wochen. Das wird der aktivste Stadionvlog-Monat in meiner YouTube-Laufbahn. Aber es fehlt noch ein Special Game. 18 Spiele guckt er. Wie viel Geld ist das? Wie teuer ist das, 18 Spiele zu gucken? Überleg mal. Sorry, verklickt, danke für 22 Monate. Vielen Dank. Junge. Wie viel kostet ein Spiel Eintritt, wenn man das für den Originalpreis bekommt? 70 Euro, oder? 70, 80 Euro. Und der geht zu 18 und der hat niemals alles für den OG-Preis bekommen. Yes. Und zwar, Leute, I am Tabak, a.k.a. Antonio, a.k.a. Tone Visca Tabak auch am Start. Und jetzt ist es soweit, ich kann euch unseren Bus zeigen, Leute. Das ist krank, Junge. Das ist so krank. Wirklich, Anton lebt den Traum. So unglaublich. Riesen-Wohnmobil, Leute. Da steckt unser komplettes Herz und Leidenschaft drin in diesem Design, Leute. Ich habe mir den Balef auch rangeholt. Das ist ein Designer, ein Editor, Leute, der schon ganz viel für Barcelona auch gearbeitet hat. Für Paris Saint-Germain, so für geil, die Nationalmannschaft 4-3-3. Man erkennt auch so diesen 4-3-3-Style, das war mir sehr wichtig. Und übrigens, jedes einzelne Teil, was ihr auf dem Bus seht, war unsere Idee. Aber er hat halt die Umsetzung gemacht, den Edit. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ja, Tonne! Tonne! Oh, da sollst du noch was klatschen. So, hier ist quasi, Leute, wie so ein Fußball in den Wald reinfällt. Das Universum ist quasi der Königssee. Da war ich nämlich vor ein paar Wochen. Ich fand es so schön dort und habe mich da inspirieren lassen, dass ich daraus quasi so eine Heim-EM-Fußballwelt mache. Da sind unsere Sponsoren, Leute, deswegen glaube ich gleich noch zu sprechen. Aber auf jeden Fall ganz dick Display, die richtig geile Metallbrüste machen. Dann noch Grover und die Rügenwalder Bratwurst, Leute. Ist das geil, Junge. Einfach Rügenwalder. Dann haben wir ganz, ganz viel Essen auch im Bus. Hier haben wir Heißluftballons in ein paar teilnehmenden Ländern. Tone ist ja Kroate, darf nicht fehlen. Deutschland, Italien. Hier haben wir uns beide, wie wir quasi durch den See zusammen paddeln. Wahnsinn. Das ist unser Logo, Leute, von Visca Tabak on Tour. Die Allianz Arena. Das ist leider ein bisschen abgeschnitten, aber nicht so schlimm. Wahrscheinlich, wenn man so runter macht, die Fenster, dann sieht man das. Das, wo auch heute das Eröffnungsspiel stattfindet. Das Finalspiel ist natürlich wieder im Olympiastadion Berlin. Da haben wir noch eine Gondelbahn, Leute. Geil. Frankreich, Portugal, England, Spanien mit den ganzen Top-Mannschaften. Dann Tone und ich noch. Wie wir noch so... Ein Bild, wie sie ein, also es ist ein Bild auf dem Wohnmobil, wo sie ein Bild halten, wo sie drauf sind, wie sie für ein Bild posen. Ein Bild von uns beiden in der Hand halten, auch nicht cool, wo wir damals ein Shooting hatten. Carrado, Leute, ist der Wohnmobilsponsor. Vielen, vielen Dank hier draus an die Firma. Das ist der absolute Hammer. So ein Chopper. Maxi hat ganz viele Anime-Sachen von zu Hause mitgenommen, Leute, damit er sich auch wohlfühlt. Das ist die Heckseite von Geil. Und da ist unser nächster Sponsor, und zwar Tops. Natürlich das ist krank, Junge. Sticker-Album auch für die Heide. Ich habe überlegt, guck mal, ich war beim Spiel gucken und einer von denen hat auch gesammelt und das sah wieder so geil aus. Ich habe mich wieder so in die Jugendtage versetzt. Der hatte dann wirklich so eine Box dabei und dann haben die getauscht, so diese Sticker und so. Aber ich weiß nicht, lohnt sich jetzt noch damit anzufangen, Chat? Ist schon geil gewesen eigentlich. Aber ist nicht zu spät jetzt? Jetzt hat schon begonnen, bis das alle die ersten da sind und so. Das war schon wild, ey. Das macht so Laune, ja, glaube ich. Ich überleg noch. Wir haben auch extrem viel Sticker als Proviant im Bus dabei. Das heißt, wenn ihr uns trefft, Leute... Wie viel kosten die denn? Ich weiß gar nicht. Dieses Tops-Sammelalbum EM2024. Also, wie viel kostet 15 Euro? Lieferung 25 bis 26. Juni, Digga. The fuck? Die kommen erst Ende Juni. Wo kann man die denn kaufen? Mittwoch, 19. Juni. Nächste Woche Mittwoch erst. Wo kann man die kaufen, Chat? Haut mal raus.
Ja, sprecht uns einfach an, solange der Vorrat reicht. Jede Medica. Ein paar Sticker und ein paar Menschentexte und so auch an euch verteilen. Hier haben wir auch einen eigenen bekommen. Jamal, Bellingham, Modric, Lamine Yamal, sein erstes Major Tournament und Cristiano Ronaldo. Digga, das ist so surreal, das ist echt passiert, Digga. Gut, Freunde. Ja. Ich freue mich auf eure Unterstützung. Und es wird der heftigste Monat unseres Lebens, glaube ich. Digga, das wird so ein Abenteuer, Leute. Er lädt natürlich auch jedes Mal mal Vlogs hoch, das seht ihr auch bei ihm. Wir hatten schon vorhin direkt die erste Panne. Genau. Oh mein Gott, müsst ihr auf jeden Fall auch abchecken. Ganz, ganz wichtig, Freunde. Geil. Wenn ihr an uns vorbeifahrt, auf der Autobahn, natürlich die Straßenverkehrsordnung auch beachten, ne? Filmt unseren Bus, macht Fotos davon, markiert uns in euren Stories. @imtabak, @visca96spaß auf Instagram. Ist hier nochmal eingeblendet. Ich bin echt gespannt, Leute, was das für Dimensionen annehmen wird. Ja, wenn wir auch Zuschauer dann treffen. Tabak hat auch kranke, Tone hat kranke Tattoos, ne? Auf das Bein. Ist das neu? Ich habe ihn noch nie in kurzer Hose gesehen, aber sieht wild aus. Bei den Stadien. Es sind noch mehrere Sachen mit der Community geplant, Leute. Wir machen einmal eine riesen Watchparty. Wir grillen mit euch zusammen. Wir öffnen Packs zusammen. Also ja, bleibt da auf jeden Fall up to date auf Insta, YouTube sowieso, ne? Okay, fand ich ganz cool, Leute, weil wir waren ein bisschen eingeschränkt beim Folieren. Hier ist ja das Fenster, aber es sieht halt so aus, als ob er so quasi durchs Fenster durchzieht. Hier, wie wir beide am Grillen schon die Rügenwalder Braten so am Geil, Junge. Sind. Hier bin ich auch als Pilot mit der Sonnenbrille auf, fand ich auch ganz cool. Mit dem Slogan auch hinter mir, mit dem Banner M224. Ton am Angeln, aber... Das ist mein Lieblingsbild von mir. Ja. Auch kein Fisch, Leute, sondern so ein Pokal. So ein kleines Easter Egg noch, das ist selbsterklärend, Leute. Dann wie wir quasi noch auf so einer Bank sitzen. Hier ist so ein alter Retro-Fernseher, das fand ich ganz cool. Hier noch ein zweites. Oh, das ist so eine geile Idee, dass die das gemacht haben. Da drin ist nochmal ein Ausschnitt von der Heim-WM 2006 damals, geil. Von der Fanmeile. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr vergessen. Vorne natürlich noch die Fanmeile, auch noch mal angedeutet. Zack. Finde ich auch ganz cool. Das bildet wie so ein Gesicht, Leute, mit den Scheinwerfern. Da an der Wolke. Das blende ich jetzt mal ein, Leute. Das war beim ersten Eligella Cup, den ich mit meinem Team gewonnen habe. Das war im Elfmeterschießen gegen Mickey, sein Team. Und ich war ja der Letzte aus unserem Team, der den Elfmeter noch verwandelt hat. Und das haben wir als Wolke illustriert. Auch so eins meiner Lieblingsbilder, so von mir selber. ja. Und jetzt gehen wir gleich rein in den Bus. Jetzt zeige ich noch kurz den Kofferraum. Wir haben so viel dabei, Freunde. Natürlich Hanteln, damit wir auch fit gehalten werden. Fußbälle, da haben wir noch ein Mikrofon, können wir schon ein bisschen Stimmung machen. Hier haben wir so ein paar, wie heißen die, Party-Pop? Party-Pop. Habe ich mal in meinem Zimmer explodieren lassen, lohnt sich nicht. Wenn ihr euch mal gefragt habt, ob sich das lohnt oder nicht, lohnt sich nicht. Ich habe, ich habe glaube ich immer noch irgendwelche hinter der Heizung. Also Camping, Tisch, Stuhl, Isomatten. Jetzt gehen wir mal rein. Ey, ich bin so hyped, Junge. Let's go. Digga, so geil. Hier ist nochmal der Schlüssel vom Carraro Wohnmobil. Hier habe ich auch den Albert, das offizielle Maskottchen von der Heim-Europameisterschaft. Und hoffentlich holt die deutsche Nation den Pott, Freunde. Hier ist noch so eine Lichterkette in Fußballform. Das werden wir dann heute Nacht machen. Hand wichtig. Heute nach dem Spiel, Leute, direkt weiter nach oben, nach Berlin, zu Spanien, Kroatien. Wir werden auch ganz viele Gäste haben. Wann ist das Spiel? Ist das heute direkt, oder was? Da wird dann hauptsächlich Maxi immer sitzen. Ne? Wir werden uns dann immer zwischen tatsächlich ein bisschen ausruhen. Ich habe mir noch was für dich überlegt, das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Ne? Naja, Digga, die sind einfach gestern in München gewesen und heute in Berlin. Ist das krank. Was kommt denn jetzt? Wenn du schnarchst, mache ich nämlich so, Maxi. Und dann gibt's auch mal die gelbe Karte für dich. Du wirst dann auch eingetragen hier im Büchlein. Und wann kriege ich die rote? Die rote? Ja. Ja, nach zwei. Zweimal schnarchen. Dann kriegst du die rote. Dann machen die Bin ich dann Liste. Raus, oder wie? Das ist die Schnarchliste. Und wenn es eine rote gibt, dann kriegst du eine Bestrafung. Warte mal, Tone schnarcht auch. Nein, so gar nicht. Hier habe ich noch so eine Deutschland-Bauchtasche, Leute, gekauft. Und ja, hier seht ihr die ganzen Sticker. Wie gesagt, wir haben so viele Leute krank, Junge. Von Tops auch zugeschickt bekommen für die Community. Dann haben wir hier ganz viele gesunde Sachen natürlich auch eingekauft, aber auch natürlich zugeschickt bekommen. Hier unter anderem von der Rügenwalder. Digga, was? Wir haben ganz, ganz viele. Ey, so, das ist so Beefy-Shit, ne? Geil. Vegane Produkte. So Snacks, so Kleinigkeiten. Und auch so Becher in Deutschland. Wir haben uns echt Mühe gegeben, Leute. Was haben wir hier noch? Digga, ganz wilde Nummer, ohne Witz. Hier haben wir auch ganz viele Smoothies, Leute, von Smoothies freundlicherweise auch zugeschickt bekommen. Der ganze Kühlschrank ist voll, ne? Ich bin echt gespannt, wie wir oft kochen werden. Oh, oh nein. Hier haben wir dann noch die ganzen Heidelbeeren, Leute, vegane Proteinshakes. Da haben wir auch noch ein paar Datteln, ne? Von San Luca. Ja, das ist geil. Boah. Also Leute, ihr sprecht uns auf Sticker an, sprecht uns auf Snacks an. Alles nicht selber schaffen. Und jetzt gehen wir nach hinten in den Schlafbereich, Leute. Wir werden natürlich auch des Öfteren auf Campingplätzen stranden
und auch Auto-Ton natürlich gut gemacht. Manchmal wird uns auch nichts anderes übrig bleiben, wenn es zeitlich zu knapp wird, Leute, dass wir irgendwo eine Raststätte kurz halten und uns ein paar Stunden hinlegen. Hier hinter der deutschen Fahne ist noch eine Dusche. Also das ist wirklich eine Respektlosigkeit, ja. Ohne seine Bettwäsche hat Kroatien Design. Maxi, natürlich hier unser Pen, Piratenschiff und Pete. Wenn die alle nebeneinander, ich würde durchdrehen, Digga, glaube ich, den ganzen Monat. Und für mich haben sie einfach ein Ronaldo bestellt. Und du hast das kleinste Bett. Du hast so ein entspanntes Bett, Digga. Das stimmt nicht. Da vorne ist noch ein Doppelbett, Leute. Das kann man dann auch mal so runterziehen. Digga, Junge, wir haben sogar ein Panoramafenster, Digga. Ich habe mir überlegt, Leute, falls Deutschland ins Finale kommt, wären es ja insgesamt 7 Turniersiege. Wir haben aber nur 6. Wir haben natürlich noch von den deutschen Dingern welche. Das heißt, bei jedem Deutschland-Sieg werden wir einen Partypopper, hoffentlich dann heute Abend dann noch, schon nach dem Spiel, hier im Bus hochknallen lassen. Nach dem Halbfinale werden ja dann alle schon leer und dann machen wir irgendwie fürs Finale so ein Feuerwerk oder so. Oder mal ein Bengalo auch im Bus zünden, Chat, oder? Müssen wir irgendwie organisieren und bei der Stadt oder so dann in Berlin anmelden. Ja, Mann, da eskalieren wir dann richtig, Leute. Oh, was haben wir hier noch? Schockton, ich habe noch so UNO-Karten für uns bestellt, damit wir uns nicht langweilen. Hier meine Trikots, Leute, die ich halt immer wieder so benutzen werde. Das von der Heim-WM 2006. Alter, Leute. Digga, das Trikot ist so geil. Ich habe das Trikot, ich weiß nicht, ob man das jetzt so kurz sieht. Ich habe hier oben das Trikot von Klose. Von damals. Geil, oder? Ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich hier wieder richtig eingestellt bekomme. Leute, das ist ein Legendentrikot. Ohne, das war einer meiner schönsten Kindheitserinnerungen. Ja, ja, same. Ist auch aktiv erlebt, same. Hat, glaube ich, wird das bestätigen können. Das war einfach ein Sommermärchen und ich hoffe, wir können dieses Jahr sowas Ähnliches wieder vom Vibe. Ich müsste eigentlich das Trikot, boah, für die EM das Trikot von Klose aus dem Rahmen holen. Was sagt ihr, Chat? Was sagt ihr? Ah, ist eigentlich, boah, das, wenn du damit rumläufst, schon, bist du schon, ist schon krass, Alter. Alle gemeinsam kreieren, aber natürlich muss auch die deutsche Mannschaft auch performen. Vielleicht fürs Finale oder so, wenn man ins Finale kommen sollte oder Halbfinale. Für Maxi, ein Albaner-Trikot. Er ist ja Albaner, das wissen euch viele nicht, Leute. Noch Spanien habe ich mir noch geholt. Cool. Dann noch so ein paar Trainingsshirts von der deutschen Nationalmannschaft. Zack, zack, zack. Und hier noch. Was haben wir hier noch? Okay, ich glaube. Hier hast du noch so ein Fenster. Das natürlich noch, aber wir haben abgemacht, Leute, weil das müssen wir dann so Camping und Wohnmobilen dann so putzen alle 3 Tage und es ist schon entdeckt, dass wir hier eher nicht aufs Klo gehen werden. Ja, besser. Aus einem absoluten Notfall. Hier noch ein paar Easter Eggs. Ein Duftbaum. Gewatzka mit der Nummer 10. Dann haben wir hier noch, was haben wir hier noch? Wir haben noch Leute im Kofferraum, haben wir noch endlich viele Kostüme. Das werdet ihr dann im Laufe des Jahres zu sehen. Auch für Maxi haben wir ein paar Sachen geil gekauft. Und ich hab das 2014er WM Schweinsteiger Trikot gestern gerockt. Geil, Junge. Oder wenn ihr mal geschminkt werden wolltet von uns, sagt Bescheid, dann schmieren wir das euch über die Backe. Riesen Shoutout geht raus auch nochmal an Grover, Leute. Die haben uns nämlich hier für die Tour auch einiges an Elektronik zur Verfügung gestellt. Was? Hier zum Beispiel diesen riesigen Bluetooth-Speaker, damit wir auch ordentlich für Mucke sorgen können, Leute, wenn wir zusammen mit euch eine Watchparty machen oder zusammen grillen. Hier noch eine kleinere Bluetooth-Box. Dann noch für den Ton ein zweites iPhone. Ich selber benutze schon lange 2, Leute. Eins rein zum Filmen und eins für alle anderen Sachen, so als Haupthandy. Dann noch Ersatzladekabel, falls wir irgendwie mal eins auf der Tour verlieren sollten, Leute, und nicht nachts auf einmal ins Struggle geraten. Dann noch hier so 2 iPad Pros, weil wir haben ja im Wohnmobil keinen Fernseher, damit wir auch mal unterwegs ein bisschen Netflix und Chill gemeinsam machen können. Oder ja, auch Digga, aber wie viel wie viel kostet so ein Wohnmobil? Mal ernst. So neu. Das kostet doch auch schon so 50.000, 60.000 oder so. Digga, die haben da so viel. Ich hoffe wirklich, das bleibt alles ganz. Menschen sind Arschlöcher. Aber ich, also das, die Idee davon ist so geil. Ich feiere es komplett wirklich. Beste. Grover ist nämlich eine Plattform, wo man Elektronik ausleihen kann. Mit einer Mindestmietdauer von einem Monat. Man kann aber die Dauer selber 80.000? Und ich finde es sehr, sehr nachhaltig, wenn man vor allem auch weiß, dass man dann nach der Mietdauer eigentlich keine Verwendung mehr für die Sachen hat. Dass man dann einfach sagt, hey, ich brauche das nur für einen begrenzten Zeitraum. Als Beispiel, ihr macht auch einen Campingausflug mit eurem besten Kumpel für 4 Wochen und habt dann nur eine Nintendo Switch. Dann könnt ihr sagen, hey, ich leihe mir noch eine zweite aus, damit wir dann für die Reisezeit können wir dann zusammen Super Mario Party spielen. Ah, lol, okay. Bowling, gibt's da 1000 Games. Und wir fahren schon. Maxi. Geile Nummer. Jawohl, und Maxi haben die sich geklärt, dass der fährt. Das ist natürlich überragend, weil so Wohnmobil, ja okay, ja doch, eigentlich schon geil. Gibt's jetzt auch noch einen Rabattcode und zwar mit dem Code VISCABASE100, Leute, spart ihr euch 100% auf den ersten Monat bei einer Mindestmietdauer von 3 Monaten. Link und ist nicht angeschnallt, ich will's nicht meinen. So ist in der Videobeschreibung, checkt das gerne ab. Und jetzt fahren wir zum Fanfest, Leute. Es sind ganz viele Sachen geplant. Wir sind auch bei so einer Show eingeladen für Livestream. Da sind ja auch noch ein paar Gäste wieder. Und oh, das ist so viel Sachen. Wir fahren jetzt
fahren gerade am SAP-Garten vorbei. Da wird übrigens das Finale der Eike League stattfinden. Ich habe jetzt soeben unser Instagram-Bild hochgeladen, Leute. Und schaut mal, wer geliked hat. Elias, mal Grüße gehen raus. Und Niklas, Wille, Junge. Schieß ein Tor heute Abend. Der Elias, mal. Das ist, die ist aber Cyberdime, Antonia. Grüße gehen und Niklas Völkrug. Magenta TV Town bei mir, gleich Kraft, perfekt. Die freuen sich Safety-Spieler, wenn die so sehen, der Supporter so ist auch da. Deutschland! Hey Maxi, erzähl mal die Scheibenwischer. Schau mal, wie riesig die sind. Und da seht ihr auch schon das alte Olympiastadion von München, Freunde. Und dort ist ein riesiger Public-Viewing-Stand. Geil, geil, geil. München geil. Ist natürlich auch die Hauptzentrale weltweit von BMW. Da ist... Wie steht's denn? Ja, Digga, lass mal ein paar Bärchen. Ah, ist ja erst 5 Minuten das Spiel. Übrigens, kein Spaß. Ich konnte heute Nacht nicht eine Sekunde schlafen. Ich habe einfach durchgemacht. Maxi, der eigentlich sogar die Ruhe in Person ist, sogar er konnte mit 2 Stunden schlafen, weil er auch so aufgeregt ist. Das hat was zu bedeuten. Und ich auch. Wir sind alle ein bisschen im Arsch heute. Aber das ist positiver Stress. Wir freuen uns so riesig. Da hinten läuft auch schon Adam, Leute, mit LOL. Da stoßen wir auch noch gleich dazu. Ich habe hier auch. Digga, was hat er sich denn. Was hat er sich. Digga, das finde ich ja so krank, ne? Was hat so ein Kameramann für einen Stundenlohn, ne? Was da für eine Produktion immer hintersteckt? Bro, es sind 40 Grad, der hat einen Streaming-Rucksack, der hat eine riesige Kamera, Bildschirm, dann ist noch ein zweiter Tonmann, Technik-Support dabei. Das ist so ein Level, was du einfach, das erreichst du nicht, ne? Das ist so Next-Level-Shit, Alter, wirklich. Ich bin immer tiefst beeindruckt von diesen Produktionen. Schon Adam, Leute, mit Honeypoo. Da stoßen wir auch noch gleich dazu. Ich habe hier auch eine Akkreditierung bekommen. Was ist das für ein Bild von mir? Und die Sonne ist draußen und es ist direkt noch. Digga, Anton ist so hyped, oder? Vibe, Leute, von den Farben hier bei Sonnenlicht. Oh, sieht so schön aus. Hey, was geht ab? Alles klar? Normal, komm, Bro, komm. Jungs, komm, ich schminke euch. Danke, dass du da bist für die Kuh. Hier. Warte. Nein. Ja, mach hier. Ja, Nummer 1, aber so ein bisschen dran rein. Fetter Schmatzer. Ist das geil, Junge. Ja, seid ihr ready? Alter. Auf beide. Nochmal. Eine Seite ist cooler, oder? So swaggy mehr. Bisschen swaggy mehr. Ich bin mit, Digga, für Ding. Ich schwinke heute ganz viele Leute. Männer, was tippt ihr heute eigentlich? 3-1 Deutschland. Ich sag 4-1. Oh, beide mit dem IS-Gruß. Oh, das wird dem Reichel nicht gefallen. Muffi? Ja? Komm, gib ihm welches. Komm. Ja, zack, komm. Das ist mit dem Strom so geil, Digga. Das ist aber nicht so gut, diese Schminke, oder? Wo ist die albanische Flagge denn? Warte mal. Ja, ein paar Gänse. Was geht ab, Boys? Einfach Hochwasser. Na, was gibt ihr? 3-0 Deutschland. Ich spiele ein bisschen Multiteam. Da ist ein riesiger Toni Kroos. Das wäre so episch, wenn er seine... 112 Pässe gespielt, 111 sind angekommen, oder? Oder 102 und 101? 102 und 101, glaube ich, ne? Wenn er auch noch mit dem EM-Titel krönen würde, nach dem Champions League Macher gewinnen, das wäre Macher. Es gibt Crepes hier. Es sind übrigens über 200.000 Schotten in München. Die nehmen die Stadt auseinander. Was für eine Zahl? 200.000. Ich glaube, die Stimmung wird heute auch geil. Kann sein, der Allianz Arena. Die ganzen Dudelsäcke, bisher habe ich noch keinen gehört. Auf Kamera kam das ja gar nicht so rüber, Leute. Aber wenn man in Real Life davor steht, das ist ja riesig. 25 Ah! Adam, na? Isa, was tippt ihr? Eieiei. Ja, ich würde schon auch ein Tor gönnen. Deswegen würde ich sagen 4-1 für uns. Boah, 4-1 ist nicht schlecht. Adam, das ist ein gutes Zeichen. Okay. Ja, okay. Hey, aber egal, Leute, auch ein Deck ist 1-0. Wir müssen mit einem Sieg ins Turnier starten. Ganz wichtig. Es ist das Schotterspiel. Wir machen jetzt so einen IRL-Stream, Leute, und laufen durch den ganzen Fanpark. Ich mache immer wieder so ein paar Vlog-Szenen. Hey, was geht ab, Jungs? Was tippt ihr? 4-1 Deutschland. Auch 4-1. Digga, als ob so viele so krass getippt haben, Digga. Ich dachte sogar, wir liegen erstmal zurück. Ich dachte, die Schotten schießen 1-0. Ich dachte, das wird so ein knappes Spiel. 1-0 Schottland. Was? Schottland, Bro? Wie? Och, Mann. Aber du hast Lederhosen an. Ja, das ist für Schottland. Ja, 2-0 Deutschland. What do you think for the game today? We'll see, hopefully a draw. Hopefully a draw, ja? Ah, nice. Schaut es euch an, Leute. Schottendichte München. Deine Frau war gerade auch. Ich bin nicht dann. Aber die werden schon genug Power haben, um zumindest ihr Team heute im Stadion anzufeuern. Das ist so geil, Leute. Alle tragen Trikots. Das ist so ein nicer Vibe schon direkt. Die deutschen Fans stoßen auch mit den schottischen Fans gemeinsam auf ein paar Bierchen. Digga, ich schwöre, ja? Schotten und Deutschen, wir müssen da irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, wir beiden passen richtig gut zusammen. Jungs, gute Laune? Ja, alles gut. Wie viel? 4-1 Deutschland. 4-1. Aber geile Brille, Digga, aber gut. 2-1.
Nice, Jungs. Auf eine geile Heim-EM, Jungs, ne? Ciao, ciao, tschüss, ciao, 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 ciao. Oh, was für ein geiler Spot, Leute, mit der BMW-Welt im Hintergrund. Hier dem Olympiaturm. Hier zocken die Jungs ein bisschen Techball. Oh, ist das geil. Mit der Hacke sogar. Nicer Flick. Hey, sieht ja unnormal geil aus hier. Was ist für ein geiler Spot hier oben? Und die ganzen Buchstaben sind auch so aus verschiedenen Materialien. Hier zum Beispiel aus Rasen, das R. Was hat denn der denn für ein Outfit? Der hat einfach so einen Champions League-Ball auf dem Kopf. Hey. Hi, Mate. Hi. Where are you from? Ach du, bist Deutscher? Germany. Aber du musst jetzt einmal schießen. Ach so. Ah. Ach so, du bist quasi eine Real-Life-Torwand. Ja, ja. Ah, ja. 2 Euro, 2 Schuss, 5 Euro. Wirklich? Ja. Kommt. Nee, ich hab kein Bargeld, Bro. Ich hab kein Bargeld, Jungs, sorry. Nein, eine Karte. Karte geht auf. Was? Digga, die haben einfach Karte dabei. So ist das krank. Karte geht auf, Digga, geil. 1 Schuss, 2 Euro, 2 Schuss, 5 Euro. Hä, das macht doch gar keinen Sinn. Komm mal ran. Okay, Testschuss. Testschuss, 1 Euro. Oh. Was tippt ihr für heute Abend? Heute Abend geht das 2-0 für Deutschland. Wie hart gehen diese... Wie hart gehen diese Bilder eigentlich auch? Digga, diese Trikots, das sieht so krank aus alles. Ich schwöre, Adi, das hat so rausgehauen. Diese Jacke, ich muss diese Jacke haben, wirklich, sonst flippe ich aus. Ich muss diese Jacke haben. Wer schießt die Tore? Beide Male Füllkrug. Beide Male Füllkrug. Ist es dein Papa? Schwiegervater. Ach, Schwiegervater. Und was sagen Sie? 2-1. 2-1. Und auch Lücke schießt ein Tor? Selbstverständlich. Jawohl. Okay, viel Spaß, gell? Ja, schieß mal so. Ciao, ciao. Da hinten auch alle mit Füllkrug-Trikot. Ich schwöre, alleine dieses Retro-Trikot geht schon hart, ne? Allein das geht schon wirklich, das ist schon geil, Junge. Wie geil. Hier ist auch so eine Collage, Leute, von der WM 2014. 54, 74, 90, 2014. Der Basti. Wird ein 5-0 für Deutschland. Junge, war knapp. 4-1 haben echt viele gesagt. Meine Worte. Okay, 5-0. Es wird immer voller und voller, Leute. Geht ab. Na? Geht. Foto normal, normal. Super Deutschland, super Deutschland, ey! Damals im Sommermärchen 2006 habe ich ja nur meine Heimatstadt in einer kleinen Stadt in Bayreuth erlebt, Leute. Und da war es wirklich auch schon 10 von 10 Public Viewing. Was ein Feeling. Und jetzt das erste Mal, dass ich eine Heimat so geil, Junge. WM in Deutschland lebe, in einer großen Stadt. Ja? Ich habe trotzdem schon vorstellen, was nimmt die Ausmaße an? Yeah. So nice. Alter Leute, schaut mal, wie das da durchgeht. Schau mal, schau mal, schau mal. Jetzt. Lol. Jetzt schau, schau, schau. Fupp! Latte nach unten! Yeah. Musik läuft, Leute, wir haben so lange gewartet und jetzt steht einfach die Europameisterschaft in Deutschland an! Oh, auch geil mit dem Brasil-Badge. Nice. Schaut ihr hier Public Viewing? Viel Spaß, gell? Ist auch geil. Ist ja geil. Best Feeling, ne? Ist viel geiler. Ist viel geiler, sagt er. Bro, da ist der neue McTominay. Oh, John? Ah, mit den Markierungen und so. Nice. Genau. Da sind so viele Stände aufgebaut. Wie heißt du? Luca. Und du hast Modric hinten. Wie nice. Kroatien? Wie weit, ja? Wie weit kommt Kroatien? Mindestens. Okay. Guter Tipp. Stabil. Moin, moin, moin. Freunde, genau hier ist die Riesenleinwand. Dort hinten. Boah, da wird so abgespielt, Public Viewing. Oh, geil, Müller. Geil. Müller-Trikot auch geil. Das Trikot geht auch wirklich sehr, sehr hart. Hier, ich hab auch richtig viele Videos gesehen. Was haben die hier gesungen? Das habe ich nicht verstanden. Verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, was diese. Versteht ihr das? Ich habe, glaube ich, kein einziges Wort verstanden. Where? Irgendwas mit where? Sehr where sehr the? Geil, yeah. Ist das schon Block? Ja, normal, Bro. Okay, okay. Ich grüße Alex Ehlich. Ganz oben auf Berg stehen sie noch ein paar Leute. Spottisch fest. Come on, let's go, man. We'll settle for the draw, but I ain't going to watch it. We are the famous Tartan Army. Germany, Germany. We are the famous Tartan Army. Party, 1 zu Schweiz. Okay, yeah. You want the party, yeah? You like the party? Yeah, amazing. You make a great party. We should just get 3-4 for Keith. Yeah. Yeah. 1 zu Schweiz, wichtig. Hauptschweiz.
Schwetzing in Germany, wie cool! Ist auch noch ein geiler Fußballplatz aufgebaut. Ich liebe sowas, Leute. Ich hätte so Bock, da jetzt auch zu zocken. Das ist ein guter Winkel. Oha, Alter. Auch nochmal erkennen kann. Das ist ja auch ein riesiger. Kein Hype. Kein Hype in Deutschland. EM-Ball quasi im Wasser. Aber hier noch der Fanclub-Bus. Wer noch keine Fahne hat, jetzt will noch eine holen. Werden die ausgeteilt? Ja, was gibt es? Wo, wo, wo? Geil. Also, meistens kommen die Kollegen hinter dem Bus raus. Den haben wir hier. Oh, Jamal und Florian Wirtz, Gangster-Duo. Bei der DM 6 war es damals Schweinsteiger. Wo haben die so einen Security-Typen dabei? Wir haben uns gestern im Fitnessstudio gesehen, ja? Geil, Leute, das ist der Proof. Ich gehe ab und zu ins Training. Mir fällt gerade ein, damals bei der WM 26 war ja auch das Eröffnungsspiel in München. Und da hat ein gewisser Philipp Lahm dieses legendäre... Digga, das Zeug, ich kann mich auch noch so krass daran erinnern, ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch auch daran erinnern könnt. Ganz viele Leute waren da ja, es ist also... haben das nicht so miterlebt, aber Digga, ich kann mich so an dieses, das war Public Viewing bei Freunden von uns auf dem riesigen Beamer, Digga, ich weiß noch, Lahm hatte den Arm gebrochen und dann zirkelt der den Costa Rica so rein in den verfickten Winkel, Alter. Boah, das ist so geil, Junge, wirklich. Weitschuss, Finesse-Tor geschossen, als er in die Mitte gezogen ist. Digga, der ist so perfekt geflogen, wirklich. Oh, ich hoffe, rent-free in meiner Würde, ich schwöre. Es gibt eine Jacke, für ich bereue es, die früher nicht gekauft habe, überall ausverkauft, die... Die Beckenbauer OG-Jacke, Alter. Der Nick, Leute, er hat mich jetzt einfach schon dreimal an verschiedenen Spots gesehen. Nochmal 1, 2, 3 und heute noch. Ciao, Leute, wir werden raus eskortiert. Das eskaliert hier langsam mit den ganzen Fans. Jawohl, Leute, wir haben endlich einen Dudelsack gefunden. Digga, das ist so endlos laut. Bro, also diesen Hype habe ich auch noch nicht verstanden. Das ist einfach nur unerträglich laut, dieser Dudelsack. Voll cool. Das ist geiler, ne? Das ist der größte Cheatcode. Ja, ja, das ist geil, das kenne ich auch. Laktase wird sich immer reingeballert, Alter. Das ist der Glitch für mich, Leute. Ich kann endlich wieder Krebs essen. Ich hole mir jetzt 3 Stück. Ich habe heute nur einmal kurz einen Snack gefuttert, Leute. Ich habe so cool Dampf und in 2,5 Stunden wieder... Du schmeißt dir einfach so 3, 4 von den Tabletten rein, dann kannst du Milch en masse trinken, obwohl du laktoseintolerant bist. Los, ich pfeife mir jetzt 3 Stück rein, Digga, wirklich. Tone, ich pfeife mir jetzt 3 Stück mit Nutella rein. Extrem schwer zu spielen, so ein Dude. Sag, ja, sieht auch wirklich krass aus. Moin, Dennis. 3 Stück. Ich will 3. Nein, oh mein Gott! Das wäre eigentlich das Kostüm. Warte, ich schreib's auf für DEFCON. Wir müssen uns, obwohl, ja doch ein bisschen gehen. Digga, das ist überragend. Das ist ja überragend. Rudi! Ist jawohl, das geil, Junge. Keinen Namen. Und da ist auch einer mit einem Beckenbauer-Kostüm. Mit dem Euro. Ist das geil. So richtig Retro-Outfits, cool, fühle ich. Gute Idee. Das ist geil. Ein Dankeschön geht auch noch raus an Luciano, Leute, und an sein Management, die uns offiziell erlaubt haben, seinen neuen Song Baddies zu benutzen. Oha. Für das Intro, für die ganzen EM-Stadion-Vlogs. Auch schön, die ganze Familie in Trikots, einer mit Müller, Kroos und Kimmich. No joke, das ist wirklich 10 von 10 Klapp probiert. Müller-Kostüm für DEFCON aktuell wilder Kauer, ja, aber das Trikot würde nicht mehr pünktlich ankommen. Ja. Wo ist mein dritter? Da sind 2 und Tannenzapfen hat einen. Ach, Tannenzapfen hat den genommen? Okay. Boah. Das ist wirklich geil. Weißt du, was noch mehr schmeckt? Ja. Wenn du einfach weißt, dass du danach keinen flüssigen Geweiß schon hast. Ja. Dann das ist auch immer das Erste, was ich so denke. Komplikationen, so ein Luxus, wenn man alles essen kann. Warum, Digga? Das ist immer Kopfmensch. Rein da. Ey, das ist wirklich. Warum? Ja. No joke. Wer ist er gewesen, Digga? Was hast du für einen großen Biss? Er hat Hunger. Du hast Security einfach da hinten, das ist crazy. Anton aka Megalodon. Wir fahren jetzt zum Stadion, Leute, mit so einem kleinen Shuttle. Die streamen noch weiter. Unser Bus hatte eine Panne, das seht ihr im Ton in seinem Vlog, was da genau passiert ist. Aber Gott sei Dank wird es ganz schnell gefixt. Und nach dem Spiel jumpen wir. Erster Tag Panne einfach. Rein und fahren, wie gesagt, dann sofort weiter nach Berlin. Nehmen die Isa übrigens auch nachher mit, weil sie dann auch morgen in Berlin sein muss. Party, Sarah, ich sag mir Follows. Immer wieder Gäste mit einschnappen, andere YouTube-Kollegen. Richtig geil. Wir haben übrigens auch solche Fußball-Radkappen für unsere Felgen vom Bus. Aber die konnten wir noch nicht befestigen, weil da die falschen Felgen drauf sind. Aber im Laufe des Monats holen wir auf jeden Fall die richtigen ab und dann spielen wir quasi einmal so Pimp My Ride à la MTV. Das macht mich so glücklich, Leute, Autos zu sehen mit den deutschen Fahnen. Das war 2006 einfach Deutschland. Bei jedem Auto so. So,
jetzt trennen wir uns, Freunde. Wir sitzen leider nicht alle gemeinsam im Stadion. Jetzt sind wir auch schon vor der Allianz Arena. Visco, was geht ab, Brudi? Let's go. Come on, Tone. Oh, geil, Digga. Er hat auch einen Dudelsack. Oh, den darf man nicht mit reinnehmen. Oh, das ist schade. Hier sind ja gefühlt nur Schotten. Hier sind die ganzen Deutschland-Fans. Ich glaube, wir sind auf der falschen Seite. Alter, der eine Kopf. Wir sind komplett am Ende. Leute, kennt euer Limit, wenn ihr trinkt. Alle auch mit diesen Federn. Ist das geil, ist das geil, Bro. Also Schottland ist einfach, die Schotten sind einfach komplett geil. Also ich bin, also Iren und Schotten sind, glaube ich, wirklich, Bro. Diese, also wenn du so, ach Digga, das sieht, das ist so, so, also ich bin ein großer Fan, wirklich. So coole Outfits. Nice Outfit. Man merkt sofort, das hat hier heute kein Testspiel oder Nations League Charakter. Es ist ein Pflichtspiel bei einer Europameisterschaft. Guck mal, da hier haben die auch nochmal zusammen Fotos gemacht und so. Oder Nations League. Ich hab auch so viele Videos gesehen, wo Deutsche mit Schotten gefeiert haben und so ein Shit. Hier, schau mal hier. Guck mal hier, wie die mit zusammen Fotos machen und so miteinander. Das ist so geil, Junge. Europameisterschaft. Eine ganz. Ja, das habe ich gestern on Stream geguckt, Dennis. Deswegen musste ich alles löschen. Aura. Das Security-Wärter will ein Bild. Ich sitze eigentlich woanders, aber danke fürs Oh mein Gott, Leute, let's go! Vamos! Wir sind achte Reihe, Leute. Eieieiei. Hier ist normalerweise die Südkurve. Von uno, dos, krank. Tres, cuatro. Ja, die ganzen schottischen Flaggen. Oh, es ist ein Heuschupfen, Leute. Aaron! Nach Dublin sieht man sich wieder. Aaron ist auch irgendwie immer dabei. Toni Kroos-Trikot. Ne? Was geht? Ja, ja, das meine ich, das Interview mit, das Schniedel-Interview. Ich will ein Ergebnis sagen, 6-1 Deutschland. Bro, ey, die haben alle, das ist wieder so typisch, die Leute, die keine Ahnung von Fußball haben, tippen einfach wieder fast perfekt, das ist Wahnsinn. Ey, Brotatus! Ey, man sieht ja hier Gott und die Welt, wie geil! Digga, es waren so endlos viele Influencer im Stadion. 2-0 Deutschland. Geiles Trikot hat er. Auf entspannt, okay. Auf entspannt. 3-1. 3-1? Sehr gut. Boah, Leute, Schottland. Das ist ja ein brutaler Sitzplatz. Oh mein Gott, Digga, sind das geile Plätze. Perfekte Übersicht. Ich habe letztens so einen TikTok habe ich gesehen, wo einer das so aneinander geschnitten hat, dass ich jedes Mal sage, was für geile Plätze. Das stimmt, ist auch so. Ja, ja. Ich freue mich auch gleich so, das habe ich gesehen. Vielleicht wieder Leroy Fahrstein und dann genau hier wirbeln vor uns. Na, Leroy musste wieder loslassen, großer. Also, glaubt ihr, der fängt sich die EM noch? Das Spiel war wirklich scheiße von ihm. In die Mitte ziehen. Oder halt schon mal. Egal, wir haben einen krassen Kader, Leute. Wirklich einen krassen Kader. Come on. Und kein Gegner unterschätzt. Ganz, ganz wichtig. Ah, das ist offizielle EM-Maskottchen. Einfach, er sagt, kein Gegner zu unterschätzen. Er hat Tipp 4-1. Albert! Habibi! Heißt der Albert? Albert! Albert mit R. Der schottische Torwart ist gerade eben reingekommen. Die heutige Ausstellung. Der wird wichtig noch. Ja, gut, okay. Auch offiziell, Leute, es gibt keine Änderungen. Im Vergleich zu. Der hat doch nur 30 Minuten gespielt. Ja, aber du kannst ja den. Ja, okay, aber was hast du für ein Argument? Du kannst ja auch in 30 Minuten kannst ja auch gut spielen, oder nicht? Aber vielleicht fängt er sich doch. Ich würde mich freuen auf jeden Fall. Noch ein Stück weit offensiver. Uiuiui! Manuel Neuer kommt rein! Wird einfach ausgepfiffen. Ja, der sitzt natürlich in der Nähe von Schotten. Hier nimmt man viele Pfiffe, wa? Chris, was geht ab? Alter, so eine geile Schiebung. Es ist sensationell. Oh. Bei Schottland kennt man natürlich unter anderem den Zehner Adams oder natürlich Robertson von Liverpool. Oh, hätte ich fast vergessen. Scott McTominay von Manchester United auch in der Startelf. Wir haben keine schlechte Mannschaft, vor allem mit ihren ganzen schottischen Fans im Rücken. Wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Deutschland kommt rein! Pfeift doch nicht mal so! Ihr Frechdachsen! Kimmich ganz vorne! Rüdiger! Das ist geil. Let's go, Jungs! Und jetzt kommen die Schotten rein! Alter, ist das hier laut! Wow! Ey, das ist ja brutal laut! Wow! Was für ein krasses Raumspiel hatte der schottische Torwart, da habe ich echt nicht so viel drauf geachtet, muss ich sagen. Einfach EM! Leute, ich bin stolz drauf. Vielen Dank an euch alle da draußen. Ohne euch wäre geil. Sowas nicht möglich und die ganze Bustour.
Danke für euren Support. Lasst uns den Monat auseinandernehmen. Antonio! Rüdiger! Jonathan! Da! Joshua! Gemisch! Alex Ferguson ist ja auch Schotte. Das ist krank. Ich habe so ein heftiges Bild gesehen von Alex Ferguson und Mourinho, wie die sich getroffen haben. Klaus war sogar auch im Stadion, Digga. Das waren Bilder, die hart gehen, Alter. Findest du Stadion-Vlogs wie von anderen Menschen nicht schlimm, aber irgendwelche random Influencer seinen Stadion-Vlog macht, der nicht so Schwule zum Hut haben, ist das vernünftig? Ja, ich check schon. Ich verstehe alle Seiten immer bei so einer Geschichte, aber ey, es ist halt... was willst du halt machen? Willst du die Influencer dafür haten, dass die Einladung annehmen, so? Wo fängst du an, wo hörst du auf? Also, ich find's immer albern, dass die sich da so krass drüber aufzuregen. Du kannst, ja, also, ist auch ein dummes Argument zu sagen, du kannst es eh nicht ändern, aber so ist das halt, Digga. Es gibt immer Ungerechtigkeiten, dass irgendwelche Leute, die ewig schon Fans sind oder so, keine Karten bekommen und reiche Leute, die berühmt sind, eingeladen werden. So ist das einfach, ne? Moin, Jens. Na 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 na. Geil, Junge. Gehen die ab, Junge. Es gibt auch eine riesen Choreografie, Leute. Die offizielle Zeremonie geht gleich los. Es gibt auch eine große Pyroshow heute. Alle Länder, ja. Die war so scheiße. Bro, es ist wieder so eine peinliche Kacke gewesen, diese Zeremonie, ne? Ey, dass die das jedes Mal, dass die da wirklich so einen auf Super Bowl machen müssen oder keine Ahnung, international mithalten, das ist so scheiße. Jürgen Klinsmann. Das war geil. Der Part war geil, aber diese Zeremonie war kacke. Und die Ehefrau von Franz Beckenbauer tragen den Pokal. Und der Bruder, rein. Glaube ich, oder? Franz, der auch damals Europameister wurde. Stark. Never forget. Ruhe im Frieden. Sehr, sehr emotional. Jeder Fan applaudiert. Natürlich auch jeder Schotte. Deutschland, Deutschland. Hier, da unten saß so eine, waren so 20, 30 Leute, die mit Megafon so supportet haben und so. Das fand ich auch voll cool. Deutschland, Deutschland, mehr Feuerwerk, weniger Tanzen. Und es ist soweit, die Mannschaft kommt rein. Allen voran, Ilkay Gündogan. Der hat so krank gespielt. Da ist er, Toni Kroos. Ist das geil, Junge. Die kannst aber auch so mitgrölen. Die Deutschlandhymne, die ist so Rausschmeiß-Song, Alter. Die schottische Nationalhymne, meine Damen und Herren. Man sieht gar nichts. Komplett Gänsehaut. Wir müssen gleich so heftig nachlegen. Und jetzt Deutschland. Danke für die 300 Bits. Kam der Alert? Der kam nicht, ne? Scheidenneise. Warte. Streben brüderlich mit Herz und Hand. Sekunde. Hat er die jetzt komplett drin gelassen? Nee, oder? Nee, okay. Hat er wirklich drin gelassen? In den Kreis, auf geht's, Jungs! Es ist das Schottland-Spiel. Ich hab die geskippt wegen Copyright. Ich hab immer Angst, dass ich bei so Copyright-Liedern dann die Reaction nicht hochladen kann. Es ist das Schottland-Spiel. Und Kai Harvey wird den Anschluss machen. Es ist so laut, ich hoffe, ihr hört mich einigermaßen. Man hört ihn perfekt. Sekunden noch. 6, 5. Perfekt. 4, 3, 2. So krank von Groß. Mama! Woo!
Da haben wir auch direkt geschrien, direkt 1-0. Ich kann's nicht fassen. Ich schwöre wirklich, in jedem Vlog sagt er das. In jedem Vlog, keine Ahnung, ob ihr mich hört. Man hört ihn immer perfekt. Jede Aktion ist sofort von Schotts festbejubelt. Jeder Zweikampf. Jamal mit der Nummer 10. So fresh. Ah, wir werden gerade ausgebucht bei eigenem Ballbesitz. Das ist crazy. Im eigenen Land, das tut ein bisschen weh. Ole, ole, ole. Super Deutsch. Hier, die da unten, die Jungs. Seht ihr die? Ole, ole, da. Ole. Die hatten ein Megafon in der Hand. Die haben alles gegeben. Das ist richtig geil. Super Deutschland. Super Deutschland. Super Deutschland. Ole, ole. Kein Abseits. Ilkay frei. Ja. Nein. Haben wir. Joshua. Super durchgesetzt. Hey! Junge, come on! Boah, Alter, was für flashige Aufnahmen, Leute. Genau vor uns der Einwurf. Kai Abi. Ruhig, ja, leg ab. Auch mal zurück, so gut. Komm, geh ins 1 gegen 1, Buddy. Aber so feine Touches, gell? So filigran mit dem linken Fuß. Zack, zack. Filigran? Gut gespielt, Deutschland lässt den Ball super laufen, Leute. Genau so! Oh! Okay, es gefällt mir, wie zockt man. Kramer hat der ZDF-Moderator gesagt, Kramer hat irgendwie nach 20 Sekunden gesagt, 3-0 zur Halbzeit. Los wieder, geiler Ballwechsel. Leute, ich hab's im Gefühl, dass wir schnell ein Tor machen werden! Ah! Ja! So geil, Junge. Was ein geiles Tor. Ich hab so geträumt. Oh mein Gott, Leute. Was ein geiles Tor, Mann. Ja! Gib mir ja! Oh, oh, oh. Doppelhalter! Ich will noch mal den Spieler rufen! Hey, Kommentator, wo bist du? Hä? Warum sagen wir nicht Florian? Major Tom Hymne ist, glaube ich, von der UEFA irgendwie verboten, Florian. Sowas. Ja, das ist das. Jetzt, jetzt! Endlich, jetzt! Florian! Deutschland! 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 Gündogan! Boah, so ein Zuckerpass. Musiala! Musiala und Brück! Musiala und Brück! Ey Mann, die beiden tun mir so leid. Oh, ich will die in den Arm nehmen. Oh mein Gott, was ist hier los, Digga? Oh mein Gott, wo ist der noch? Wow. Ich bin aber Kroatien. Ich sehe Sterne wieder. Ja, ich sehe Sterne. Oh, 20. Minute. Deutschland durch den Spieler mit der Nummer 10. Schirmel! Oh, hat das gekracht. Sonnenmärchen 2.0. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Oh, er ist ziemlich gebrochen hinter mir. Die zwei Schotten, aber die tun mir ein bisschen leid. Das sind so korrekte Fans. So schön. So schön. Mittelstädt. Das ist crazy. Nein. Europameisterschaft. Ja, jetzt schon keine Stille mehr. Wow. Aber es war ein Kontakt. Es war selbst. Es war selbst. Aber wir werden mal gut Stimme haben. Erster Tag. Aber kurz. Oder groß würde ich spielen. Ja, genau. Ja, es wird nochmal kurz überprüft.
Unsere Mannschaft spielt sich in einen Rausch. Kimmich hat sich den Ball übrigens genommen. Oh nein, es wurde zwar faul entschieden, aber außerhalb des Strafraums. Das heißt, es gibt Freistoß für Deutschland. Digga, ich will Toni schießen lassen. Toni. Kroos. Freistoß-Tor. Aus kurzer Ecke oder so. Toni, da war ich auch ein bisschen traurig, Alter. Da hab ich auch gehofft. Toni. Fünf Deutsche bilden eine Mauer und der Rest Schotten, einer liegt. Digga, alle stehen da. Ich glaube, er wird den ablegen oder so. So kurz antippen, zack und dann, ich weiß nicht. Gefährlich. Kroos. Aber oh, abgefällt. Storm, danke für den Raid. Dankeschön. Sogar den hätte er reingehauen. Wer war das? Jetzt gewinnt. Musiala wieder. Von es läuft gerade alles wie am Schnürchen. Geil! Musiala seine Körper. Digga, das ist so krank, Junge, wirklich. So sexy! Er kommt Nein! Digga, das war so geisteskrank! Digga! Einer hält sich Fuß genug an, bitte keine Verletzung. Es war wieder so geil gespielt. Und Kroos läuft zur Ecke. 30 Meter Luftlinie von uns entfernt. Gibt wieder ein VAR-Check, möglicher Strafstoß. Oha, der Schiri guckt sich auf jeden Fall an auf dem Monitor. Nagelsmann bespricht auch noch. Der ist halt so, also das war so krank, ne? Das war so krank. Auf der Bank sitzt nicht ein Digga, die haben die rote Karte schon bekommen. Und Kai macht sich parat. Come on, Bro. Den macht Kai. Ey, einfach nicht der mitbekommen, dass der rot bekommen hat noch. Die klarste rote Karte aller Zeiten. Deswegen, voll viele haben gestern gesagt, dass der Schiri so gut war. Aber Digga, der hat nicht das Foul. Also der hat ja einfach weiterspielen lassen. Das finde ich halt krass. Also ich fand, der war jetzt auch okay. Also der hat der hat schon gut gepfiffen. Aber dass er da, also der hat ja... Dass du die rote Karte nicht direkt gibst, okay, aber dass du noch nicht mal Elfmeter gibst direkt nach der Aktion und der stand ja hier, das fand ich schon ein bisschen krass. Zweitbester Scorer bei den Gunners. Digga, weil das ist so crazy. Gut ins Turnier zu starten. Auf geht's, Kai. Hau ihn rein. Ich war so abgefuckt bei dem Elfmeter. Ich habe auch gar nicht krass gejubelt, weil ich hasse dieses Anlaufen. Wirklich. Knall ihn rein. Vor allem, der hat das so krass gemacht, dass wenn der verschossen hätte, wäre der wiederholt worden. Weil achte mal auf den Torhüter, der ist einfach schon im 5-Meter-Raum. Bevor der Ball getreten wird. Ja! Let's go, Kai! Die beiden Jungs da hinten. Der holt erstmal Bier, der Kollege. Oh nein. Tut mir so leid. Auch Kroos wieder 100% Passgenauigkeit. Man merkt, wie motiviert die sind. Das ganze Team, Bro. Alle sind da. Wenn du in einem Buch nachschauen solltest, was eine rote Karte ist, dann muss das als Beispiel kommen. Ich schwöre. Ey, jetzt mal ganz kurz. Wann hatte Deutschland das letzte Mal eine 3-0-Führung zur Halbzeit bei einem Pflichtspiel? Also, weißt du, es ist so lange her. Hä, what? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Einer hat sogar eine rote Karte bekommen. Wir sind in Überzahl. Ja, rot. Es ist Halbzeit. Also in Überzahl, da fallen nochmal zwei. Digga, der hätte dem alles brechen können, ne? Leute, lasst alle Daumen nach oben da. Sprengt dieses Video mit Likes, Freunde. Der erste EM-Stadion-Vlog. Was für ein Traumstart. Wow. Eli hat vor 2 Stunden schon ein Bild hochgeladen und in die Caption geschrieben. Es ist das Schottland-Spiel. Es ist genau auf der anderen Seite mit Willi. Liebe Grüße gehen raus. Wir werden die Jungs auf safe während der EM-Tour mal treffen. Digga, muss ich alle das wirklich erzählen. So schlafen gelegt. Schön verladen. Ja, das ist gefährlich. Ja, die sind so geil, Jungs. Havertz ist draußen und Wirtz geht raus und Leroy. Das nenne ich mal 2 stabile Wechsel. Muss fairerweise echt sagen, von dem Spiel gestern war ich noch nicht so wirklich im M-Fieber, aber das Spiel hat echt Teil getan. Ich war schon krass im M-Fieber, aber jetzt bin ich so krass im Hype, dass ich mir Mittelstädt wollte unbedingt das eine Tor nochmal machen. Die haben mich jetzt so abgeholt, die Jungs, dass ich jetzt auch auf jeden Fall... Boah, das war so ein geiles Tor, Digga.
Dass ich mir auf jeden Fall die Flagge aufs Auto haue. Ich liebe dich, Niklas! Ich liebe dich! Oh mein Gott, Digga, war das ein Traumtor wieder! Es fing an mit dem Dribbling von Jamal. So geil gemacht! Der ganze Spielzug! Das ist der erste von ca. 80 Stadionlocks. Was wird das für ein krasser Monat? Ich freue mich für die Schotten, dass die noch ein Tor bekommen haben. Sag ich dir, wie es ist. Lütte haut in den Winkel. Du geiler Hex, Niklas! Junge. Feierabend! Es fällt noch ein 69. Minute. 110 km! Niklas! Oh, was hat man lange nicht gesehen? So schön! So schön! Oh, wie ist das schön! Oh, wie ist das schön! Das hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. Oh, ich hab's am Tor gerade nochmal eine Wiederholung gesehen. Wie geil hat er den Ball bitte genommen. Der ist so davor so hochgeditscht. Boah. Es gibt Standing Ovations. Jamal Musiala wird ausgewechselt. Und die nächste deutsche Fußballlegende kommt. Thomas Müller. Thomas Müller. Schottland hatte heute nicht eine einzige vernünftige Torschance. Das ist wirklich krass, Digga. Sehr ruhiger Tag für Manuel Neuer. Auch Kroos hat natürlich seine Standing Ovations bekommen. Klatscht mit jedem ab. Was eine Leistung. Ja, dieser Anzug sieht so brutal aus. Oh yeah! Ey, die beiden sind die geilsten. Ich freue mich für die. Lucky Tor für die Schotten. Ich freue mich für die am meisten. Ihren Arm ist gerettet durch das eine Tor. Geil. So geil. Und ran! Ja. 5-1, Digga, ist so krank, Junge. Die kommen nicht klar, Digga. So guck mal, er klatscht einfach ab, er ist so. Die sind so geil, die Schotten, Junge. Ist das süß, Junge. Bei Toni Kroos kamen 101 von 102 Pässen an. Das ist wirklich über 99% Genauigkeit. Das ist nicht mehr von dieser Welt. Das Stadion leuchtet so schön in Deutschland. Das ist schon geil, ja. Jawohl, unser Bus steht auch schon parat, Leute. Es geht weiter. Junge! Wo habt ihr? Digga, wie musst du jetzt nicht hier rauskommen aus der Allianz Arena? Matti! Ey, Brudi! Geht ab, so? Na, alles gut? Na? Sorry, aber das Spiel wird schon wieder über. Wer hat sich Digga gegner kommen und dann müssen sie da sein. Ja, genau. 10 Jahre spielt die Nationalmannschaft scheiße. Dann wird sie darüber aufgeregt, dass sie scheiße spielt. Dann spielt sie gut. Dann ist den Leuten zu wenig Hype im Land. Zu wenig EM-Fahren sind da. Dann spielen sie das Auftaktspiel richtig geil. Und dann sagen die Leute, es wird zu overhyped und man soll den Ball flach halten. Herzlich willkommen in der Bundesrepublik Deutschland. Genau so. Vielen Dank für euren Support. Und es ist ja, immer irgendwas. Ich werde jetzt gleich den nächsten Vlog anfangen, Freunde. Wenn morgen, Herr Rewatzka. Liken, abonnieren und folgen. Wow. Du bist gar nicht der Erste, der das gesagt hat, deswegen keine Sorge. Aber das fand ich so witzig jetzt die letzten Tage. Yay! Ob sie das auch wieder aufgesammelt haben? Ich glaube nicht. Sehr, sehr geiler Vlog. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich freue mich auf die Vlogs. Geil.